Chef. Es war wohl wieder besonders anstrengend im OP. Naja, geht schon. Trinken Sie erstmal in aller Ruhe eine schöne Tasse Kaffee. Danke, Barbara. Oh. Oh, Moment. Ich helfe Ihnen. Geht schon, Papa. Nein. So. Danke. Leider wartet die Unterschriftenmappe trotzdem auf Sie. Na, wie immer. Bitte schön. Und dann sollte ich Sie noch an morgen Nachmittag erinnern. Ach, ja, dieses Seminar für Führungskräfte. Wann müssen Heilmann und ich denn dort antreten? Um 18 Uhr. Wobei antreten scheint mir der richtige Ausdruck zu sein. Das klingt alles sehr militärisch. Diese Seminare sind, wie sagt man heute, total in. Hm. Ich bin schon sehr gespannt. Lauf! Oh Gott, das hat sie wohl wieder mal schwer erwischt, was? Wollen Sie sich das wirklich antun? Es ist mir wichtig, mit Heilmann mal ein paar Tage außerhalb der Klinik zu verbringen. Antreten, marschieren, leiten, entscheiden. So, naja. Chef? Moment. Chef? Ja. Guten Tag. Guten Tag. Und was Sie so tun? Wir möchten zu Professor Simoni. Haben Sie einen Termin? Ja. Ja, mein Name ist Thürmer, Gisela Thürmer. Sie sind Privatpatientin. Ja. Könnte ich Ihre Karte haben? Danke. Nehmen Sie doch so lange mit Ihrem Mann da drüben Platz. Ich bin der Hausarzt von Frau Thürmer, Dr. Weigelt. Entschuldigung. Kein Problem. Yvonne, bringen Sie Frau Thürmer und Herrn Dr. Weigelt doch gleich ins Behandlungszimmer. Ich sage inzwischen dem Professor Bescheid. Danke. Ich mache das. Okay. Ja. Herr Dr. Heilmann, Sie sind jetzt da. Nehmen Sie Platz, bitte. Herr Professor. Ich soll Sie noch mal an den Termin mit Frau Tschirner erinnern. Die Oberschwester hat gerade angerufen. Ja, Frau Dr. Eichhorn, soll sich vorerst um Sie kümmern. Das ist in Ordnung. Tja, lieber Heilmann, leider muss ich Ihnen sagen, dass aus unserem gemeinsamen Seminar nichts werden kann. Fällt aus? Nein, das fällt nicht aus, aber mein altes Leiden, die Bandscheibe. Aber Sie sollten auf alle Fälle daran teilnehmen. Alleine? Ja. Ich weiß nicht. Darf ich? Ja, heute bleibt mir auch gar nichts erspart. Kommen Sie rein, Frau Marquardt. Also, das wird sicher sehr interessant, sollten Sie nicht versäumen. An diesem Seminar nehmen nur hochkarätige Führungskräfte teil. Und warum nehme ich nicht daran teil? Weil das wirklich nichts für Sie ist, Frau Marquardt. So. Sehen Sie selbst. Ein Lehrgang der besonderen Art. Antreten, marschieren, leiten, entscheiden. Also, ich weiß wirklich nicht, warum das nicht was für mich sein sollte. Oder halten Sie mich für ein Weichei? Ja, um Gottes Willen, nein. Das ist selbst für mich eine echte körperliche Herausforderung. Als Mann. Du traust mir das also nicht zu, weil ich eine Frau bin? Frauen können alles. Nur besser. Jetzt bestehe ich darauf, daran teilzunehmen. Also, wenn Sie sich so darum reißen, Frau Marquardt, bitte. Muss das sein? Das ist doch gar nicht so schlecht. Bei dieser Gelegenheit könnten Sie doch Einfluss nehmen auf Frau Marquardts Teamfähigkeit. Wenn Sie meinen, dass das gut geht. Du brauchst ein Gesundheitszeugnis, das nicht älter ist als 3 Wochen. Naja, das dürfte ja wohl kein Problem sein. Eigentlich wollte ich ja Dr. Heilmann bei diesem Seminar ein wenig auf die Beine helfen. Sie wissen ja seine private Situation. Das müssen Sie nun für mich übernehmen, Frau Marquardt. Ich kann mich doch auf Sie verlassen. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich als Seelenklempner eigne. Ach, ich bitte Sie. Lesen Sie sich das doch mal inzwischen zeitlich durch. Atmen Sie bitte tief ein und aus, Frau Tschirner. Haben Sie den Husten schon länger? Ja. Obwohl ich schon vor Jahren aufgehört habe zu rauchen. Vor kurzem hat sich die Charakteristik plötzlich verändert. Deshalb habe ich Professor Simoni auch um einen Termin für meine Patientin gebeten. Sie können sich wieder anziehen. Wann wurde der Thorax zum letzten Mal gerungen? Vor einem halben Jahr, das sind die Aufnahmen. Wir machen eine Kontrollaufnahme. Thorax 2 Ebenen, bitte. Sehen Sie, da ist Ihre Mutter. Mama! Mama!
Was machst du denn hier im Krankenhaus? Was machst du denn hier? Du warst nicht zu Hause. Da habe ich in der Praxis von Dr. Weigelt angerufen. Mama, du musst mir doch sagen, wo du bist. Meine Tochter ist immer sehr besorgt. Hallo, Dr. Weigelt. Hallo, Sandra. Warum sind Sie denn so plötzlich mit meiner Mutter ins Krankenhaus gefahren? Das ist eine Routineuntersuchung. Der Termin stand schon länger fest, Sandra. Wirklich. Kein Grund zur Beunruhigung. Ich muss zurück in die Praxis. Sandra wird sich ja jetzt um dich kümmern. Ja, mach ich. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Dr. Weigelt. Können Sie diesen Bereich mal heranzoomen? Das sieht aus wie ein Rundherd, oder? Sie haben recht. Vielleicht eine abgelaufene TBC? Das bin ich eindeutig. Das müssen wir auf alle Fälle abklären. Wo ist Frau Tschirner jetzt? Im Behandlungsraum. Geht sie nicht gut? Lass mir wieder mal die Bandscheiben. Soll ich Ihnen nachher eine Spritze geben? Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Es tut mir leid, es hat etwas länger gedauert. Professor Simoni, Frau Tschirner. Sehr erfreut. Frau Tschirner, wir haben uns Ihre Röntgenaufnahme angesehen. Und? Hatten Sie vielleicht früher mal eine TBC? Nein, daran kann ich mich nicht erinnern. So was läuft oft völlig unbemerkt ab. Wieso fragen Sie denn? Wir haben da eine Stelle entdeckt, die nicht eindeutig erklärbar ist. Hängt das mit meinem Husten zusammen? Es kann verschiedene Ursachen haben. Wir machen gleich morgen früh eine Computertomographie, dann sind wir auf alle Fälle auf der sicheren Seite. Am besten, Sie bleiben heute Nacht bei uns. Frau Dr. Eichhorn, bitte veranlassen Sie alles Notwendige. Ja, Professor. Wir sehen uns später. Ja. Frau Dr. Eichhorn, meine Tochter wartet draußen. Bitte sagen Sie ihr nicht den Grund, warum ich hier bleibe. Sie regt sich immer so furchtbar auf. Oberschwester Eichhorn hier. Bereiten Sie bitte ein Bett für Frau Tschirner vor. Wirklich, Sandra, du übertreibst mal wieder. Wenn ich nicht mehr alleine essen kann, dann werde ich es dir sagen. Mama, ist es wirklich nichts Ernstes? Nein, du hast doch gehört. Sie checken mich routinemäßig durch. Es ist ja nur, weil du schon seit längerem so oft zu Dr. Weigelt gehst. Ja, das hat andere Gründe. Welche denn? Ach, in meinem Alter, da hat man schon mal dies oder das. Mama, bitte übernimm dich nicht, ja? Seit Papa nicht mehr da ist, da kümmere ich mich ja wirklich um alles. Versuche dir alle schweren Arbeiten im Haus abzunehmen. Ich weiß es ja, Sandra. Aber trotzdem musst du mich nicht wie eine Glucke umsorgen. Mach ich das? Du merkst es vielleicht nicht. Ich werde mich bemühen. So, jetzt musst du aber was essen. Sandra. Entschuldigung. Ihrem Rücken geht's wohl besser. Ihre Spritze hat Wunder bewirkt. Wenn es nur immer so einfach wäre. Guten Morgen, Frau Tschirner. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Professor Simoni. Ich bin Dr. Weigelt. Danke, dass Sie sich für meine Patientin Zeit genommen haben. Herr Kollege, wir haben die Computertomographie ausgewertet. Ja. Das, was ich Ihnen jetzt sagen muss, ist leider nicht so schön. Sie haben einen 2 Zentimeter großen Tumor im linken Lungenflügel. Ich war doch bei der Vorsorge, ich dachte. Das kann nicht wahr sein. Herr Professor, sagen Sie, dass das nicht wahr ist? Wir müssen leider davon ausgehen, dass es kein Irrtum ist. Ich hab gleich aus dem Fenster springen. Bitte beruhigen Sie sich doch. Beruhigen? Der Tumor ist klar umgrenzt. Und wir haben keine weiteren Veränderungen im Brustraum gefunden. Das bedeutet, dass wir sehr gute Chancen haben für eine Behandlung. Gisela, jetzt hör doch erst mal zu. Geben Sie ihr bitte was zu beruhigen. So, Herr Dick. Frau Tschirners Mann ist vor 3 Jahren qualvoll an einem Lungentumor gestorben. Ich habe ihn die letzte Zeit seines Lebens zu Hause betreut. Das Ende war furchtbar. Er ist regelrecht erstickt. Frau Tschirner hat das alles aus nächster Nähe miterlebt. Haben Sie noch Platz? Danke sehr. War er Raucher? Oh ja. Auch Frau Tschirner hat damals stark geraucht. Sie hat sofort damit aufgehört, aber seitdem lebt sie in der ständigen Angst, dass sie so endet wie ihr Mann.
Herr Kollege, ich würde mich sehr gern weiterhin ein wenig um Frau Tschirner kümmern. Haben Sie etwas dagegen? Ganz im Gegenteil. Sicher günstig für Ihre Psyche. Ich bin sowieso der Meinung, dass Kliniken und Hausärzte in bestimmten Situationen enger zusammenarbeiten sollten. Wir sollten abbrechen. Was? Ich habe doch gerade erst angefangen. Ihr Puls ist schon bei 200 und das ist weit über dem Altersdurchschnitt. Aber das wird doch keine Probleme mit dem Zeugnis geben, oder? Keine Angst. Sie kriegen es. Ansonsten sind Sie ja gesund. Ja, das hätte mich auch gewundert, wenn das nicht so wäre. Nehmen Sie das nicht auf die leichte Schulter, Frau Marquardt. Ihre Kondition ist miserabel. Merkwürdig. In den letzten Tagen habe ich schon zwei dieser Bescheinigungen für Kollegen ausgefüllt. Und? Wie waren deren Werte? Man merkt, dass die Kollegen regelmäßig Sport treiben. Und das würde ich Ihnen auch empfehlen. Ach was, Sport ist Mord, das weiß doch jeder. Ich fühle mich auch so total fit. Es gibt natürlich auch andere Wege, den Blutdruck zu senken. Ach was. Wir beide wissen, was für eine Zukunft mich erwartet. Das ist im Moment viel zu schwarz. Du stehst noch unter Schock. Oder? Lass uns ehrlich miteinander sein. Ich bin ehrlich. Ich würde dir nie etwas vormachen, das verspreche ich dir. Sicher, jetzt. Jetzt kommt erst mal eine schwere Zeit auf dich zu. Ich werde dir beistehen, so gut ich nur kann. Ich bin froh, dass du das sagst. Nach Gerhards Tod hast du mir was versprochen. Wenn es bei mir einmal soweit sein sollte, dann... Wenn es mal soweit sein sollte. Aber davon kann im Moment überhaupt keine Rede sein. Ihr könnt ruhig gut zu uns sein. Ich habe früher mal Fallschirmspringer ausgebildet. Und ich habe immer zu meinen Jungs gesagt, erst wenn ihr eure Grenzen überschreitet, wisst ihr wirklich, wer ihr seid. Wer bist du denn? Hallo, Sarah Marquardt. Ich bin Verwaltungsdirektorin der Sachsenklinik. Ich komme in Vertretung von Professor Simoni. Schön, dass du da bist, Sarah. Ich hoffe, du kommst klar. Allein unter so vielen Männern. Das bin ich gewohnt. Aber vielleicht haben Sie Probleme damit. Nein, es ist nur ungewöhnlich, dass Frauen sich zu uns verirren. Na, dann wird's ja Zeit. Gut. Es geht in diesem Seminar um Situationen, in denen ihr nicht ausweichen könnt. Einerseits müsst ihr euch auf eure physischen und psychischen Kräfte verlassen können, anstatt zu rationalisieren. Andererseits werdet ihr die Erfahrung machen, dass ihr ohne die Hilfe der anderen nicht bestehen könnt. Und nun werden wir euch von euren zivilisatorischen Fesseln befreien. Ihr tauscht eure persönliche Bekleidung, eure unnötigen Konsumartikel, als da wären Krawatten und Schminkkoffer, gegen die Expeditionsausrüstung. Mir nach! Mehr hast du nicht mit? Na, ich gehe doch nicht zur Modenschau. Positiv ist, dass der Tumor nach unseren bisherigen Erkenntnissen isoliert ist. Und das bedeutet... Ich weiß, was das bedeutet. Gut. Dann schlage ich folgenden Ablauf vor. Wir entfernen zuerst den Tumor und dann entscheiden wir nach Tumorart, Strahlen oder Chemotherapie. Auch da kenne ich mich aus. Inzwischen gibt es effektive neue Möglichkeiten, Frau Tschirner. Neue Möglichkeiten. Ja. In den letzten Jahren hat sich einiges getan. Gisela, ich habe dich gesucht. Du warst nicht auf deinem Zimmer. Ich wollte nur ein bisschen frische Luft schnappen. Wenn man seine Diagnose kennt, sieht die Welt anders aus.
Gisela, ich habe darüber nachgedacht. Was du da von mir verlangst, ich weiß, ich habe es dir versprochen, aber ich habe geglaubt, dass es niemals so weit kommt. Jetzt weiß ich, dass ich das nicht könnte. Dann brauchen wir nicht mehr darüber zu reden. Doch, ich will, dass du begreifst, warum. Es sträubt sich alles in mir dagegen. Ich bin schließlich Arzt. Aber es geht hier um mich. Ich habe einen qualvollen Weg vor mir. Ich möchte selbst entscheiden, wann ich zu müde dafür bin. Es ist verboten, aus gutem Grund. Tut mir leid, ich habe das aus nächster Nähe miterlebt. Die Krankheit hat mit Gerhard gemacht, was sie wollte. Jeden Tag ein Stück mehr Lebensqualität geraubt. Ich will so nicht enden. Gisela. Begreif doch. Wir können gemeinsam noch so viel Schönes erleben. Wir wollten doch zusammenziehen. Wir haben noch nie zusammen gefrühstückt, ist dir das bewusst? Du, ich mache ein hervorragendes Rührei. Ja. Ich hoffe, das ist nicht alles, was du kannst. Oh, du solltest mich erst richtig kennenlernen. Ich bin auch ein hervorragender Tänzer, ein unübertroffener Reiseführer, Kunstkenner. Mhm. Und als Liebhaber, also, naja, dann mache ich vielleicht nicht gerade süchtig, aber... Da habe ich aber einen ganz anderen Eindruck. Na, Gisela. Ich möchte die Zeit, die uns bleibt, so lange wie möglich mit dir zusammen sein. Und jeden Tag genießen. Glaubst du wirklich, dass Professor Simoni mir helfen kann? Ich bin davon überzeugt. Ach, Udo. Das wäre so schön. Ich liebe dich. Ich dich auch. Soweit ich sehen kann, haben Sie keinen Erguss. Aber irgendwo muss die Blutung doch herkommen. Das lässt sich im Moment nicht genau lokalisieren. Dazu müssen wir noch eine Bronchoskopie machen. Frau Tschirner wird auf die Intensivstation verlegt. Intensivstation? Das ist nur zur Sicherheit. Frau Kollegin, sagen Sie mir bitte ganz offen, was Sie vermuten. Ich fürchte, der Tumor ist aggressiver, als wir dachten. Ich werde dem Professor sofort Bescheid geben. Hopp, 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 hopp! Was ist denn das für ein Hühner auf 15? Sind wir fast komplett. Wer fehlt denn noch? Ah, Sarah! Na, alles klar? Super! Ich könnte noch eine Stunde weiterlaufen. Aha. Spar die Kräfte. Du wirst sie noch brauchen. Wir sehen uns. 20.00, Raum 3, Theorie. Fröhliches Duschen. Sag mal, das ist eine ganz harte, was? Du arbeitest doch auch in der Sachsenklinik. Ah. Ist sie noch zu haben? Da würde ich mir so viele Hoffnungen nicht machen. Abwarten. Genau da, wo ich nie hin wollte. Ich fühle mich so ausgeliefert. Bitte, Gisela, sei nicht ungerecht. Hier tut man alles, um dir zu helfen. Entschuldige, aber das ist genau das, was mir Sorgen bereitet. Noch bin ich es, die bestimmen kann, was geschehen soll. Aber was passiert, wenn es mir schlechter geht und ich das nicht mehr kann? Was, wenn Professor Simoni und Frau Dr. Eichhorn dann nicht akzeptieren, dass ich keine Therapie mehr will? Gisela, du darfst jetzt nicht aufgeben. Wir werden eher weniger Zeit miteinander haben. Aber vorhin warst du doch noch so optimistisch. Du bist Arzt. Was meinst du, woher kommt die Blutung? Bitte lass mich nicht im Stich, Udo. Du solltest eine handschriftliche Patientenverfügung aufsetzen. Ja.
Vielleicht könnten Sie mir Papier und etwas zu schreiben geben. Ja, natürlich. Kommen Sie mit. So, ihr dürft euch auf viele Überraschungen freuen. Sieger unseres Wettbewerbs ist das Team, das die 6 Orientierungspunkte findet und die 6 nummerierten Belegmarken mitbringt. Wir werden 3 Gruppen bilden. A, B und C. Gruppe C ist für die weniger Belastbaren. B, mittlerer Härtegrad. Und A verlangt alles. Beginnen wir mit der Gruppe C. Hand hoch. Gut. Keine Weicheier. Dann beginnen wir mit der Gruppe A. Wunderbar. Kann ich bitte noch mal das CT von gestern sehen? Nur bei der Bronchoskopie nichts entdeckt wurde, kann die Blutung trotzdem vom Tumor herrühren. Wir sollten mit der Operation nicht länger warten, Frau Scherler. Das wird nicht nötig sein, Herr Professor. Ich habe mich entschlossen, keinerlei Therapie zu machen. Aus medizinischer Sicht eine völlig unverständliche Entscheidung. Mag sein. Aber aus meiner persönlichen Situation heraus können Sie das vielleicht doch etwas nachvollziehen. Damit keine Zweifel über meine Behandlungswünsche entstehen, habe ich eine Patientenverfügung aufgesetzt. Ich vertraue darauf, dass Sie sich daran halten. Gruppe A, absetzen! Wo sind wir hier? 50 Kilometer südlich vom Hotel. Morgen gegen Mittag erwarte ich euch dort. Hier sind eure Karten. Die Orientierungspunkte sind markiert. Noch Fragen? Na, begriffsstutzig sind wir ja nun nicht. Das ist gut. Also nochmal. Ab jetzt seid ihr auf euch allein gestellt. Kein Kontakt zur Außenwelt, keine Hilfsmittel, außer der Karte. Wer etwas anderes benutzt, wird disqualifiziert. Meidet Straßen, Menschen, Telefonzellen. Wer sich nicht daran hält, wird disqualifiziert. Genau. War ausgemacht. Keine Handys. Hat sonst noch jemand eins? Also, viel Spaß. Oh ja, man sagt, alle Wege führen nach Rom. Kleiner Tipp von mir. Stimmt nicht immer. Wir haben nur noch keine Ahnung, in welche Richtung. Nach Norden, das hast du doch gehört. Ja, wo ist das deiner Meinung nach? Da, wo ich hingehe. Du kannst doch gar nicht wissen, wo Norden ist. Doch, das habe ich gesehen. Am Stand der Sonne. Na los jetzt! Schön, dass Sie so schnell kommen konnten, Herr Dr. Weigelt. Nehmen Sie doch Platz. Um ehrlich zu sein, habe ich mir unsere Zusammenarbeit etwas anders vorgestellt. Den Inhalt kennen Sie. Frau Tschirner hat Sie zum Bevollmächtigten ernannt. Sie sind mit dem Inhalt offenbar nicht einverstanden. Das kann man wirklich so sagen.
Ich habe als Arzt die Verpflichtung, Leben zu erhalten. Diese Erklärung von Frau Tschirner macht es mir unmöglich. Ich verstehe Ihre Unzufriedenheit. Ich begreife nicht, warum Sie nicht früher mit mir darüber gesprochen haben. Das hätte nichts an Frau Tschirners Entscheidung geändert. Wie stellen Sie sich eigentlich die weitere Betreuung der Patientin vor? Ich werde mich um Sie kümmern. Ihre Schmerzen werden unerträglich sein. Haben Sie das bedacht? Sie wird nicht leiden. Dafür will ich sorgen. Wenn Sie an das denken, woran ich denke, dann kann ich Sie nur warnen, Herr Kollege. Mama, stimmt das, was Frau Dr. Eichhorn sagt? Du willst dich nicht operieren lassen? Ja. Und ich bitte dich, das zu akzeptieren. Wie kann sie das von mir verlangen? Ich bin deine Tochter. Ich will, dass du so lange wie möglich lebst. Mach es mir nicht so schwer, Sandra. Gerade du müsstest mich doch verstehen. Du warst doch dabei als Papa. Ich kann recht, dich nicht operieren zu lassen. Das ist mein Leben. Und darüber kann ich selbst bestimmen. Deshalb habe ich eine Patientenverfügung aufgesetzt. Mit mir vorher darüber zu sprechen? Ich habe Dr. Weigelt zu meinem Bevollmächtigten bestimmt. Warum ihn? Ich habe vollstes Vertrauen zu ihm. Du traust ihm also mehr als mir? Dann bin ich hier wohl überflüssig. Ach, Sandra. Hier ist keine Belegmarke. Du musst suchen. Das ist nicht der richtige Hochsitz. Das muss er sein. Von hier oben müsste man einen Bach sehen. Siehst du einen? Toll, du Motivationsgenie. Na los, Jungs. Weiter, kommt hoch. Jetzt reicht's aber langsam. Sarah, warte. Vertrau mir. Es fällt mir schwer. Sag mal, willst du die Führung übernehmen? Ich glaube, das wäre besser. Das könnte dir so passen. Wir haben hier ein gemeinsames Ziel und ich habe den Auftrag bekommen, euch zu führen. Ich glaube, den Auftrag hast du dir selbst erteilt. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Sarah, du kannst jetzt nicht alleine losziehen. Wir sind ein Team. Naja, so ist es. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Sarah geht in die falsche Richtung. Norden ist da. Sarah, komm zurück. Komm zurück. Professor Simoni, meine Mutter, die ist völlig verändert. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie keine Therapie mehr will. Ich war auch sehr verwundert. Gut, dann sind wir uns ja einig. Dann unternehmen Sie bitte alles, um sie wieder zur Vernunft zu bringen, ja? Tut mir leid. Selbst wenn Ihnen und mir die Entscheidung Ihrer Mutter unsinnig erscheint. Mir sind die Hände gebunden. Ihre Mutter gibt sich einer trügerischen Hoffnung hin. Wie meinen Sie das? Sie glaubt, mit dieser Patientenverfügung hat sie alles geklärt. Das hat sie ja offenbar auch. Wissen Sie, Sandra, ich habe oft erlebt, wie widersprüchlich der Kampf des Menschen um sein Leben ist. Es kann durchaus sein, dass Ihre Mutter ihre Meinung wieder ändert. Aber dann wird es zu spät sein. Wir müssten jetzt mit der Therapie beginnen. Wie kann Dr. Weigelt Sie nur dabei unterstützen? Dessen Rolle möchte ich nicht kommentieren. Wie bitte? Nur so viel. Ich habe ihn gewarnt. Aber da kann man doch nicht tatenlos zusehen. Kann man dann gar nichts machen? Nein. Ich glaube kaum, dass wir die je wiederfinden. Es tut mir so leid, ich bin schuld. Das ist jetzt egal, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo wir sind. Eigentlich müsste das ein Orientierungspunkt sein. Felsen, Wasser, Eiche. Das alles stimmt. So, und die Marke müsste demnach da unten sein. Die anderen nicht schon vor uns da waren.
will mal überprüfen. Ich soll da runter? Auf keinen Fall. Du wirst jetzt nicht schlapp machen, wir werden beobachtet. Von wem? Ja, der Fallschirmjäger Jens. Ich kann das nicht. Du brauchst keine Angst zu haben, ist sicher für dich. Du kannst mir vertrauen. Gib mir das Seil. Sie Mama von der Therapie abbringen. So stimmt das nicht. Ach nein? Ich bin maßlos enttäuscht von Ihnen, Dr. Weigel. Sie kennen unsere Familie schon so lange. Sie waren fast befreundet mit meinem Vater. Warum haben Sie meiner Mutter nicht Mut gemacht? Woher wollen Sie denn wissen, dass ich es nicht versucht habe? Sandra, alles, was geschieht, ist der Wille Ihrer Mutter. Denken Sie denn, mir fällt es leicht, Ihre Entscheidung zu akzeptieren? Das muss ich ja wohl denken. Guten Tag. Ich liebe Ihre Mutter, Sandra. Wir beide sind ein Paar. Wie können Sie da glauben, dass mich das kalt lässt? Sandra! Sandra! Siehst du schon was? Nee, immer mehr Seil. Oh, ich finde keinen Halt. Oh, zieh mal fest. Oh, lass mal locker. Locker? So. Nein! Was ist denn? Nix. Mein Proviant. So, jetzt zieh mal fest, bitte. Bisschen mehr Seil. Ich seh's. So, zieh straff. Fest. Oh. Ich hab sie. Na? Geht doch, Sarah. Du hast es gesagt? Tut mir leid. Es ging nicht anders. Wie hat sie es aufgenommen? Leider ist es so, wie du vorhergesagt hast. Ich habe es geahnt. Bitte hol mich morgen hier ab. Ich will nach Hause. Gisela. Hallo, Ingrid. Hallo, Gernot. Ich bin mit Frau Dr. Eichhorn verabredet. Hast du sie schon gesehen? Nein, noch nicht. Am liebsten würde ich ihm Klinikverbot erteilen. Darüber wäre Frau Tirner aber sehr traurig. Wie meinst du das? Die beiden lieben sich. Hast du sie mitbekommen? Nein. Ja, dann verstehe ich Dr. Wild noch weniger. Diese Patientenverfügung aufzusetzen, Gernot, das ist ihm nicht leicht gefallen. Und wenn ich mal in so einer Situation sein sollte und du wärst mein Arzt... Dann würde ich genauso denken wie jetzt. Bist du sicher? Warum einen bitteren Weg zu Ende gehen, wenn man ihn abkürzen kann? Ich glaube, ich wäre dann sehr froh, wenn ich jemanden hätte, auf den ich mich verlassen könnte. Es kommt doch immer auf die konkreten Umstände an. Und bei Frau Tschirner gibt es Möglichkeiten. Herr Professor, worum geht's? Kommen Sie, wir wollen noch einmal versuchen, Frau Tschirner umzustimmen. Ich habe das Gefühl, wir laufen ständig im Kreis. Irgendwo muss doch der Weg sein. Oh. Möglicherweise müssen wir darüber. Was? Lieber sterbe ich. Vielleicht übernachten wir hier und morgen sieht die Welt schon ganz anders aus. Na? Ich kann ganz gut auch mal eine Weile ohne essen. Das ist bestimmt anstrengend, es sich immer beweisen zu müssen, ne? Na komm. Ich erzähl fein in der Klinik, dass du schwach geworden bist. Hau rein, Mädel. Danke.
waren das? Ein Tier. Oder der Fallschirmjäger schleicht hier rum. Kann ich vielleicht ein bisschen näher an dich ranrücken? Klar. Woher wusstest du eigentlich, dass ich in die falsche Richtung laufe? Flechte und Moser an Bäumen zeigen immer nach Norden. Das habe ich von Jakob. Das war ein Käuzchen. Das ist echt die Hölle. Die Hölle ist ganz was anderes. Ich habe gesagt, wie leid mir das für euch tut. Glaub bitte nicht, dass mir das nicht nahe gegangen ist. Ganz im Gegenteil. Wenn ich mir vorstelle, dass sowas mit Basti passieren könnte. Ich wünsche dir von Herzen, dass dir sowas erspart bleibt. Ich kann in der Klinik über sowas nicht reden. Ich bin da die Verwaltungschefin. Der Fallschirmjäger hat ja wirklich recht. Womit? Wir lernen hier ganz neue Seiten an uns kennen. Gerade rechtzeitig. Frau Schöners Entlassungspapiere. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Sie waren gestern Abend mit Frau Dr. Eichhorn noch einmal bei ihr. Worum ging es dabei? Interessiert Sie das wirklich? Wir haben über die Möglichkeiten einer modernen Schmerztherapie gesprochen. Nicht über eine mögliche Behandlung? Darum ging es auch. Haben Sie sich das wirklich gut überlegt? Ja. Ich bin bei Dr. Waldig in guten Händen. Haben Sie ihn gesehen? Nein, noch nicht. Aber Ihre Entlassungspapiere müssen sowieso noch vom Professor unterschrieben werden. Herr Dr. Weigelt ist wirklich sehr charmant und in unserem Alter einen solchen Mann zu finden, ist doch ein Glücksfall. Verzeihen Sie, aber es war wirklich nicht zu übersehen. Bedeutet Ihnen das nichts? Ich meine, die Zeit, die Sie vielleicht nicht mehr haben werden? Die Oberschwester, hören Sie auf, das geht Sie nur wirklich nicht. Entschuldigen Sie, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Ich wünsche Ihnen trotz allem viel Glück und alles Gute. Frau Schöner? Frau Schöner? Frau Dr. Eichhorn, schnell! Frau Schöner, deine Blutsturz. Frau Schöner? Frau Türner, hören Sie mich? Wenn Sie versuchen, meine Patientin... Halten Sie mal die Luft an. Im Moment ist sie meine Patientin, in meiner Klinik. Simoni? Moment. Ja, ich verstehe, ich komme sofort. Frau Türner hat eine schwere Blutung, wir müssen operieren. Wie sollen wir die Operation durchführen? Nur lebenserhaltend? Oder sollen wir auch den Tumor entfernen? Sie kennen Frau Schirmers Willen. Not-OP im Rahmen lebenserhaltender Maßnahmen. Aber... Sie haben gehört, was ich gesagt habe. Ich verstehe Sie nicht. Ich verstehe Sie einfach nicht. Ich habe Gisela ein Versprechen gegeben. Sie vertraut mir. Aber ich liebe sie. Herr
Dr. Weigel, die Zeit läuft uns davon. Und Sie haben es in der Hand. Hier, wo man telefoniert? Gleich da drüben. So. Sollen wir zumachen? Wie ist Ihr Zustand? Sie ist relativ stabil. Wir machen zu. Herr Professor, der Tumor liegt frei. So eine Gelegenheit kommt nicht wieder. Sie haben gut reden. Sie sind ja nicht der verantwortliche Operateur. Wir machen zu. Herr Professor! OP1, Dr. Globisch. Hier ist Dr. Weigelt. Ich muss dringend den Professor sprechen. Moment, Dr. Weigelt. Für Sie. Ja? Herr Professor, ich stimme einer umfassenden Operation zu. Danke, Dr. Weigelt. Wir können den Tumor entfernen. Schere, Pinzette. Gott sei Dank. Und? Der Eingriff ist gut verlaufen. Aber Ihre Mutter ist noch sehr schwach. Wir haben sie in ein künstliches Koma versetzt. Morgen können Sie zu ihr. Ich hoffe, sie wird mir verzeihen. Schon 20 Kilometer gelaufen und noch nicht am Ziel. Danke, danke, mach mir Mut. Ich brauche jetzt mal eine Pause. Ich würde dir nicht raten, die Stiefel auszuziehen. Naja, zu spät. Oh Mann, ich habe überall Blasen. Ich wollte nicht in Gruppe A. Oh, ja, das tut gut. Was ist denn das? Das ist ja eklig. Ich mach das ab, bitte. Wenn ich das abmache, dann entzündet sich das. Das Ekelchen, das fällt nach 20 Minuten von alleine ab. Oh nein. Wir müssen jetzt hier durch. Nee, nur über meine Leiche. Endlich ankommen. Hier muss doch irgendwo eine Brücke sein. Hier ist keine Brücke eingezeichnet. Oh, da sind auch die anderen. Hey! Hallo! 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 Komm, Sarah. Oh nein! Oh! Oh. Kannst du stehen? Oh. Gruppe C. Hallo? Wo ist denn der sechste Mann? Fehlt. Und die Belegmarken? Auch nur 4. Aber nicht schlecht, nicht schlecht. So, Gruppe B. Komplett. Und die Marken? Alle 6. Das ist beachtlich. Ihr könnt stolz auf euch sein. Aber ich lasse mich ungern verarschen. Ihr seid disqualifiziert. Die Gruppe B hat den Bus genommen. So, und wo ist Gruppe A? Ha, im Anmarsch. Wo sind die Marken? 1, 2, 3, 4, 5. Gut. So. Ihr wart alle gut, aber Gruppe A war besser. Saubere Leistung. Naja, ich weiß ja nicht. Doch, doch. Respekt, Kameradin. So hat sich hier noch selten jemand eingesetzt. Oh. Duschen, umziehen. Wir treffen uns dann später für die Auswertung. Oh. Und am Abend geben die Kameraden
von der Gruppe A einen aus. Was? Das ist hier so Tradition. Vielleicht sehen wir uns ja mal so nach dem Lehrgang. Vielleicht. Ich kenne ein gutes Fitnessstudio. Wir können ja mal zusammen Gewichte stemmen. Fitnessstudio? Du hast ja wohl gesehen, dass ich fit bin. Oh, ich kenne auch einen Griechen. Mit super Portionen. Lass mal, Jens. Also beim Griechen war ich das letzte Mal vor 10 Jahren. Kopf hoch, Jens. Da haben sich schon andere die Zähne dran ausgebissen. Ich habe mein Versprechen gebrochen. Und dein Vertrauen missbraucht. Dafür kann ich dich nur um Vergebung bitten. Bitte, Gisela, verlang sowas nie wieder von mir. Auch wenn du immer noch Angst vor der Zukunft hast, ich bin froh über jeden Tag, den ich gemeinsam mit dir verbringen kann. Mich wieder mal sehr nachdenklich gemacht. Die Fragen über Leben und Tod. Wer kann uns die schon beantworten? Everybody says we're too young. Our love is not gold.